Was ich super interessant finde an diesem Stück, ist, dass wir ja, also dass dieser Prinz und dann die Prinzessin, die ja, die gehen weg von zu Hause und die haben so ein, sie leisten ja Widerstand. Und dann sie wollen nicht von der vorherigen Generation diese Erbe nicht übernehmen. Kommen Sie, meine Herren, wir müssen denken. Wir müssen ungestört denken. Sie denken die ganze Zeit, dass sie so sich rebellisch verhalten und dass dieser Widerstand da ist. Sie freuen sich darauf, aber am Ende machen sie ja wieder, was das System, was die Generation von den beiden verlangt. Das dialektische Gegenüber, das fehlt bei den Figuren. Dadurch entsteht halt diese Empathielosigkeit, dadurch entsteht Melancholie, Faulheit, Langeweile. Daraus entsteht ja diese Einsamkeit und die Figur Leons spürt das und er merkt das, wie er selber sagt, hey, warum widersprechen Sie mir nicht? Ich brauche diesen Widerstand und ich brauche einen Ansprechpartner. So viele Leute haben sie zu Hause um sich herum, mit denen sie nicht wirklich ein freundliches oder so ein ganz einfaches so Smalltalk führen können oder nicht eine richtige Antwort bekommen können. Dadurch können sich die Figuren selber nicht so wirklich sehen. Sie können sich selber nicht so wirklich wahrnehmen. Die Figur Leons ist ganz bewusst und er möchte dafür was machen. Ne? Und er bewegt sich dafür, er nimmt Verantwortung und er geht weg. Das finde ich dort gut. Und es erzählt sich auch, wie du sagst, dass Valerio ihn so hochziehen möchte, sondern diese Laune hochziehen möchte. Ja, komm ich ja auch. Und dann komm jetzt, erzähl, komm, wir brauchen eine Lösung für das Problem. Was ich so. Okay, ja gut, also, ja, dann wollen wir Genies werden. Bei einem Narr findet er das Dialektische gegenüber. Und die Monarchie wird auch durch einen Narr lächerlich und dann witzig gemacht. Aber eigentlich wollte ich einer hohen und verehrten Gesellschaft verkündigen, dass hiermit die zwei weltberühmten Automaten angekommen sind. Genau. Dieses Automat werden in dem Stück. Das ist ja eine Taktik, das ist eine halt quasi Methode von den beiden Figuren. Und die Figuren Leons und Lena repräsentieren in dieser Hochzeit einen Prinz und eine Prinzessin. Das heißt, in dem System fühlen sie sich jetzt wohl. Sie wurden entmenschlicht, sie wurden Automaten automatisch und sie merken das gar nicht, dass sie Automat geworden sind. Das finde ich interessant in der Inszenierung, dass das Publikum das sieht, wie diese Entmenschlichung stattfand, aber dass die Figuren das nicht merken, dass sie entmenschlicht wurden, dass sie Automat wurden. Den kann man natürlich auch wegmachen. Ja, wir sind da schon mit irgendwas anderem da drauf. Also ich glaube, wir spielen in einem Raum, den man so für Leos und Leda jetzt erstmal nicht unbedingt erwartet, so vom Bühnenbild her. Aber ich finde, dass das und vor allem, was die Spielenden daraus machen, total gut funktioniert und dass es halt so ganz viele irgendwie assoziative Freiräume lässt, was man sich dabei denkt, was jetzt was bedeutet und was dieser Raum irgendwie mit der ganzen Situation macht. Und ich glaube auch, dass so die Kostüme und auch die gesamte Ausstattung einfach sehr viel bietet, was man sich irgendwie anguckt und wo man drüber nachdenken kann und irgendwie verschiedene Verbindungen herstellen kann, die irgendwie ganz unterschiedlich sein können, aber glaube ich auch ganz gut irgendwie auf einen Punkt hinauslaufen. Also ich glaube, dass Büchner innerhalb des Stücks irgendwie schon ganz viel so auf die Schippe nimmt an Institutionen und Personen. Und ich glaube, dass er auch ein bisschen den Zuschauer, der jetzt einfach nur eine Komödie erwartet, auch ein bisschen auf die Schippe nimmt. Weil es hat total viele kluge und lustige Momente, aber lässt einen auch manchmal so sitzen und sich fragen, soll ich da jetzt drüber lachen? Ist das wirklich so lustig? Also die Lustspiele haben mehr politische und gesellschaftliche Inhalte. Die sind nicht so einfache Verwechslungskomödien.
die haben noch tiefere Inhalte. Das ist aber nicht so ganz klar in dem Stück. Das muss man so sehen wollen. Wenn man das so sehen will, dann sieht man das Politische und das Gesellschaftliche in dem Stück. Die Blumen öffnen und schließen, wie sie wollen, ihre Kelche der Morgensonne und den Abendwind. Ist denn die Tochter eines Königs weniger als eine Blume? Es ist wie, als sie schafft es in ein paar Sätzen die Welt zu beschreiben und das, was sie eigentlich möchte. Und gleichzeitig packt sie noch ein paar Blumenbilder und ein paar Weltbilder mit rein. Und ich denke so, krass, du schaffst es irgendwie, die Ernsthaftigkeit von der Welt und die Fantasie von der Welt in einem Satz zu packen oder in ein Dasein. Und das finde ich wahnsinnig bewundernswert. Ich habe mich gefragt, ob Liebe eine Art von Ideal ist. Ich glaube aber nicht. Also ich glaube, wie Büchner es schreibt, nein. Das heißt, beide streben wahrscheinlich auf eine Art nach dem großen Ideal Freiheit. Nach, ja doch, Ehrlichkeit auf eine Art. Weil sie fühlen sich in ihrem Schloss, in ihrer Welt unverstanden. Und dann hätten sie gern jemanden, der ehrlich mit ihnen redet. Und sie haben zwar jeweils eine Art Freundin, Freund wie die Gouvernante oder Valerio, aber sich wirklich verstanden fühlen, ich glaube, das ist ein anderes Gefühl, eine andere Ehrlichkeit. Ich finde dieses Hin- und Hergerissene sehr spannend, weil ich das auch so empfinde. So, also, oder auch genau mit diesem Liebesthema, weil andererseits, man möchte unbedingt umarmt werden und andererseits möchte ich ja ein unabhängiges, freies, großes Leben führen. Und es muss, also die Frage ist, muss es im Widerspruch zueinander stehen? Und das frage ich mich, wenn ich das lese. Also ich merke, dass ein Büchner sehr bewusst eine Komödie geschrieben hat und gleichzeitig aber auch wahnsinnig viel anderes reinpackt. Eigentlich einen Zeitgeist, eine Kritik an dem Menschsein und an der Gesellschaft selber. Und das ist irgendwie, und der macht es aber nicht lachhaft, sondern er schafft es, dass beide Ebenen gleichzeitig existieren. Ist es nicht so bitter ernst, dass man sagt, oh mein Gott, diese Tragödie, wie schlimm, dass es denen so furchtbar geht. Das ist wie dieses Gefangensein im, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht, aber ich muss auch ein bisschen drüber lachen, dass der Mensch so hilflos ist. Und das finde ich wahnsinnig schlau.